Hallo meine Lieben und willkommen zur nächsten Folge Fuchs und Zicklein zocken Green Hell. Und zur kleinen Randinfo, wenn euch dieses Video gefallen sollte, könnt ihr gerne ein Abo oder auch ein Like da lassen. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Wir werden uns heute tatsächlich mal ein bisschen in diesem Dschungel bewegen. Ich bin zwar noch nicht sehr davon überzeugt, aber der Fuchs ist unbedingt im Tatendrang heute. Ja, man muss ja mal irgendwann irgendwas machen. Ja, klar. So. Wollen wir Indio-Jungs da suchen, oder? Ich muss mich jetzt erstmal waschen, bevor ich irgendwas suche. Eben sagst du noch, sie ist aufbruchbereit und jetzt muss sie schon wieder waschen. Ja, ich nehme auch zur Not mal ein paar Seerosenblüten mit. Kennt ihr. Mal Kokosnuss, da. Die wollten wir eigentlich hängen lassen, ne? Notfälle. Eigentlich ja. Sollten wir das auch tun. Banane. Und da ist er hier schon wieder weitergezogen, ohne dass ich überhaupt in die Nähe. Ich geh doch nur am Wasser lang. Ich kenne deinen, ich geh doch nur am Wasser lang. Bop, haben wir eine Katze neben uns. Ja, vor allem bei mir, ne? Mhm. Ich glaube, die einzige Begegnung mit einer Großkatze. War die meine? Hm. Oh, Wasser sauber, wie schön. Da unten bist du schon. Wir sollten mal die Kokosnussschalen, die so am Wegesrand sind, vielleicht auch mal so hinstellen, dass da Wasser wird. Ey, was war das? Warum fällt mir der Kokosnuss auf den Kopf? Hab ich auch noch nicht gehabt. Weil sie dich mag? Muss wohl so sein, ja. Schön. Muss ich aufpassen, das A-Fleisch. Das Fertige. Sich einfach über das Unfertige drüber. Wie kann das nur? Frechheit. Ist. Willst du die da stehen lassen? Nee, warte mal, ich stelle die hier auf den Stein rauf. Wenn man hier mal vorbeigeht, dann hat man was, wenn dann hier wieder ein bisschen Regen kommt. Ist gar nicht so schlecht. Deiner ist wieder runtergerollt. Ach. Ach, ist egal. Ein Stück stehen da jetzt, das reicht. Die eine mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht. Ist das hier die unbekannte Blume, die du meinst? Oder ist das Tabak? Ist Tabak, ne? Also das, was du da siehst, das sehe ich nicht. Okay. Auch gut. Gucken. Unbekannte Kräuter waren das schon gedacht. Hm. Ist auch nicht. Wir müssen unbedingt mal einen Tee kochen. Weil wir haben es ja schon mal gemacht. Ne? Nein, du musst gucken unter den Blüten, also im Buch. Ist es nicht? Nee, das musst du nicht jetzt machen. Kann ich heute Abend machen in der Lesestunde. Ja. Es wird ohnehin schon wieder dunkel. Das ist nicht meine Schuld. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, es wird dunkel. Ich will den Tukan rum. Den Tukan habe ich nicht gesehen. Aber was ich sehe, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja. Sind. Du hast sie auch gesehen? Ich höre sie. Okay. Weiß nur nicht wo. Sind hier rechts von uns. Alles klar. Zwei Stück. Ja, warte mal, ich muss eine bessere Position finden. So knapp. Meine Güte, was ist denn los? Also. Das war der. Einen hat es da hingerafft. Aua, der bewirft mich. Er zappelt vor sich hin. Das ist genial. Könntest du auch mal angreifen, oder? Ich krieg's doch nur mit dem Speer. Ja, eben. Er ist eh schon tot. Also, er weiß es noch nicht. Ey, der rennt weg. Lass ihn nicht wegrennen. Nein, er rennt nicht weg. Er rennt im Prinzip zu dir. Okay. Okay, kringelt der sich für dich auch in den Bauch? Ja, ja. Okay. So ein bisschen schon. Der hat bloß eine komische Klinge. Ich hoffe ja, wir finden mal. Ja, hier. Hier ist ein Speer. Komm mal zu mir. Ich komme. Aber ich brauche auch meine Pfeile wieder. Ein Speer? Das ist hier die unbekannte Blume, die du kochen musst. Das, die ist für Ach, die Infusion. Ah, so eine große. Ja. Hat der ein Speer? Der hat ein Speer. Oh, nee, der hat nur eine Stockklinge. Egal. Ja, der hat ein Speer hier. Der hier. Boah. Der hat meinen Pfeil noch im Kopf. Das sieht ja mal cool aus. Moment, das ist definitiv ein Wildpferd.
Wow. Das ist mal ein Headshot. Mein Gott. Jetzt komme ich nicht an meinen Pfeil ran. Speerkrieger. Wo ist dein Speer, du Krieger? Den habe ich schon. Oh. Ein Pfeil. Komme ich an den anderen Pfeil auch noch? Ja. Warum wird es denn jetzt wieder dunkel? Ach Wir haben nee. 7 Uhr. Ist doch viel zu früh. Wir haben Januar. Okay, das hilft mir richtig weiter. Winter. Die Winterzeit. Ah ja. Man sieht es doch bei uns. Die zu verbrennen bringt ja nichts, oder? Die kann man ja auch gar nicht verbrennen. Nee, die kannst du nur auseinandernehmen. Das bringt ja auch nichts, oder? Nee. Wo Außer willst du das hin? nach Hause. Willst du hin? Im Dunkeln durch die Gegend latschen? Wieder irgendeiner Großkatze in die Tatzen fallen? Obwohl, wir müssen nicht nach Hause gehen. Wir können kurz warten, bis es ein bisschen ist der Was ist denn mit Mond. dem Eingeborenen hier? Moment. Welchen Eingeborenen? Hinter dir. Ist. Hinter mir ist ein Eingeborener? Ja, genau hier. Da ist kein Eingeborener, zumindest Cool. nicht. Ich habe da nichts. Ist der tot oder was? Ja, ich habe da gerade 4 Pfeile von dir rausgeholt. Oh cool, die schmeißen wir auf den Boden, bitte. Das war Fünf der sogar. Pfeilsammelnde Eingeborene. Alles klar. Das waren die Pfeile, die ich verschossen hatte. Ah, zwei würden noch fehlen, aber das ist egal. Aber schon komisch, dass du die nicht siehst. Ja, wobei ich sehe auch deine komische Tabakpflanze nicht. Ja, das war. Ja, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber, oh, war da schon wieder. Ach, du warst Ich es. war das. Ich höre schon wieder so summen hier. So, gehen wir langsam weiter. Ja, Mond ist ja hell. Ja, bin mal Der leuchtet ja schön. ganz entspannt. Meinst du, ich krieg das Kind? Wo ist es? Da vorne. Weiß ich nicht. Soll ich es mal versuchen? Ich habe es auch noch nicht versucht. Hast du? Ja. Die. Und jetzt musst du ihn zurücktragen Jetzt zum. muss ich ihn zurück ins Dorf tragen, zum Ältesten. Moment, ich komme mit, ich komme mit. Ich wollte bloß die Pilze aufheben. Lass ab. Drück mir nicht den nackten Popo von dem Kind ins Gesicht, sag mal. Möglichkeit. Die Leute denken. Vor allem der prabbelt. Der prabbelt mir das Ohr voll. Echt? Ich höre nichts. Warte mal. Nee, ich höre nichts. Nächstes Mal muss ich ihn wohl fangen. Nein, wir hören es ja in den Aufnahmen. Alles gut. Jetzt liegt er für mich auch hier vorne übrigens. Komisch. Du kannst langsam mal nach links abbiegen, oder? So ein bisschen. Das ist nicht der erste, den wir fangen. Das ist der zweite jetzt. Von daher wissen wir überhaupt erst, dass man die fangen kann. Wir haben die nämlich versehentlich beim letzten Mal eingeholt. Das heißt, das Zickler hat ihn eingeholt und dann hat sie ihn auf einmal in der Hand gehabt. Ja. Da stand dann E für Kind aufheben oder Kind fangen. Und da hat sie dann wohl E gedrückt. Ich glaube, wir sind schon. Ich glaube, wir sind schon dran vorbei. Ja, deswegen wollte ich mich am Wasser behalten. Was bringt dir das, wenn du am Wasser langläufst, wenn du dann trotzdem. Weil ich dann bei uns an der Base rauskomme und dann weiß ich Nee, genau, wo hier ich kommen lang muss. Wir sind richtig, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Hier ist der Graben. Ich bin richtig. Wenn ich doch nur wüsste, wo du jetzt bist. Ach, da sag ich doch, naja. Ach nee, nicht schon wieder Ameisen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du gerade über den Zaun gehabt? Ja. Die macht Sachen. Oh, ich sehe gerade hier bei unserem Nachbarn sind auch diese Pilze. Also müssen wir da auch Okay. nicht mehr so weit hoch. Siehst du hier diese Was denn? Blaupausen, nenne ich es jetzt mal. Ich sehe keine Direkt vor mir müsste die sein. Nö, sehe ich nichts. Okay. Da steht für mich jetzt eine Blaupause und da steht. Da kannst du das Kind reinstellen, Richtig. sozusagen. Aha. Und da ist er. 30 Punkte. Da ist er. Die haben auch alle die gleiche Frisur, oder? Muss ein guter Friseur sein oder ein schlechter. Ich weiß es nicht genau. 30 Punkte. Dann lass uns mal weiter zoomen. Wollen wir mal in eine andere Richtung gehen oder wollen wir wieder am Wasser lang? Obwohl, da haben wir ja schon abgegrast jetzt. Ja, So ein wir müssten bisschen. eigentlich mal in eine andere Richtung gehen. Wir könnten ja mal gucken. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind die ja auch wieder da. Ich gehe noch mal in den Graben so ein bisschen rein. Ja, warte, ich bin hinter dir. Da ist nur die Klapperschlange von gestern.
Bienen sind auch wieder in Massen da. Also hier den Graben, der ist super um. Die ist noch nicht hin. Nein, nein, ich weiß, ich hab's gesehen. Frag mich nicht, warum auch hier zu sehen. Ja, wie bist du da lang? Nee, nee, nee. Wenn hier vorne nicht sitzt, dann gehe ich mal davon aus, bin ich. Aber hier sind wir noch nicht lang, ne? Links runter sind wir noch nicht. Also ein Stückchen schon, weil wir uns verlaufen haben, aber nicht so absichtlich. Larve, wann sind die fett? Aber die müsste man doch eigentlich auch so essen können. Ja, ich glaube, die geben dir Proteine. Ja, ja. Das würde ich auch sagen. Aber sie machen auch geistige Gesundheit runter. Warum, verstehe ich nicht. Aber ich würde sie ganz gerne mal aufs Feuer packen. Larven aufs Feuer. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht. So eine geschmorte Larve, würde ich sagen, müsste doch eigentlich ganz lecker sein. Mal ein paar von den Kohlenhydratpilzen. Parasitenpilze. Okay. Ja, ich hab's eher mit Parasiten. Para. Ich krieg Paranüsse, sie kriegt Parasiten. Da ist ein Bienenstock. Direkt voraus. Jetzt nicht mehr. Das hätte ich jetzt auch machen können. Passt da aber nicht. Wo ist der Honey? Da. Oh, da. Rechts, links. Oh, eine unbekannte Nuss lag da unter noch. Rechts, links. Entscheide du. Dann gehen wir halt rechts. Sie hat entschieden. So. Hast du was gehört? Nee, nee. Bleib doch nicht so schlach an die stehen. Wenn du da jetzt rumgehst, dann haben wir beide Richtungen abgeklappert, weil dann bist du gleich wieder da, wo du los bist. Hier sind auch die Parapilze. Mhm. Mal wieder hier mit. Hier ist eine Höhle, wa? Sieht zumindest so aus, ja. Sieht aber relativ hell aus. Ich guck mal so ein ganz kleines Stückchen. Wo sind Skorpionen? Müssen wir extrem aufpassen. Neuer Ort entdeckt. Skorpione sind gefährliche Tiere. Musst du ja wissen. Ja. Oh, hier ist ein Dorf. Ein Dorf? Nee, doch. Ach, weißt du, wo wir sind? Auf der anderen Seite. Ja. Vom Fluss. Ja. Von dem. Unser Kaiman. Ja, ja. Ich höre ihn schon. Da ist er. Diesmal töten wir ihn. Los. Weil wir haben ihn ja gestern auch getötet. Davon ab. Das war mein Speer. Jetzt bist du dran. Zack. Pfeil. Da ist er. Komm schon, der verblutet gleich. Er ist tot. Aber geschafft. Blöder Kaiman. Willst du ihn ausnehmen? Ja. Okay. Dann können wir ja gleich hier weitergehen. In die Richtung. Haben wir kein Platz mit dem Rucksack. Was? Jetzt bin ich überladen. Ja, das dachte ich mir. Schmeiß irgendwas weg. Oh, hier liegt noch Schwarzkaimanfleisch. Schön. Ja, deswegen lecker. Kann ich. Ich bin. Lecker, lecker. Genau deswegen bin ich voll. Naja, wollen wir uns ein kleines Feuer machen, schnell durchbraten, was essen und dann weiterziehen? Ihr habt mir Parasiten eingefangen. Oh nein. Doch. Das war Parasitenpilz. Iss ihn einfach. Oh, ja, natürlich. Komm mal her hier. Aber das wird nicht besser, solange ich mich nicht wasche. Ja, dann wasch dich doch mal. Also ich wäre dafür, dass wir hier in der Höhle, das ist nämlich tatsächlich eine geschlossene Höhle, so wie es aussieht, ja, uns vielleicht ein kleines Bettchen hinbauen und ein Feuer, ja, so als Zwischenstopp. Ja, dann. Das ist jetzt zwar nicht so weit entfernt vom Hauptlager, aber können wir unseren Kaiman durchbraten. Weit entfernt oder nicht? Ist ja egal. Ja, lieber mehrere kleine Stellen als. Mehrere große. Nee, das nun nicht, aber. Brauchen noch große Stöcker. Ja, warte, ich glaube, ich habe noch welche. Nee, ich kann mir die auch fällen, weil wir brauchen ja sowieso immer wieder welche. Wenn ich denn nicht so blöd zum Fällen bin. Ich glaube, ich fäll die Wurzel. Da will ein Ast fällen. Oh, die Katze, die Raubkatze. Hast du gehört? Ich schwöre, die war gerade da. Da ist er. Ach, das ist ein Schwein. Verdammt, ein Schwein. Das ist aber auch ein totes Schwein. Das hat mir jetzt auch einen Schreck eingejagt, ein Vieh. Das nächste Mal bringe ich dich um. Ich habe nur das komische Geräusch gehört. Das nächste Mal bringe ich dich um. Kann ich. Ich glaube, ich kriege den hier nicht gefällt.
Nee, den kriegt man nicht. Gefällt's, wie es aussieht. Pekari. Dann musst du doch mal mit deinem Essen aushelfen. Wo steht denn das Feuer? Ich sehe es. Immer noch ein Stückchen? Hier. Warte, ich muss. Hier ist eine kleine Höhle. Ja, Schneckentempo läuft. Schmeiß doch was raus. Wir heben es dann gleich wieder auf. Nein! Schmeiß mal Knochen raus. Boah, warum habe ich so viele Knochen? Ach, weil ich Pekari jetzt aufgenommen habe. Das hast du auch noch ausgenommen. Ja. Oh Gott, sie ist aber auch gierig. Du bist immer noch zu langsam. Ja, das geht aber. Nein, das geht nicht. Mach jetzt endlich das doofe Feuer an. Ja. Das ist anstrengend mit der Frau. Ja, auch so langsam. Siehst du? Na, ich will die Knochen hier drin hinbacken, damit wir sie als Zwischenlager sozusagen. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwann die spawnen oder nicht, aber besser hier als draußen. So. Boah, wirklich? Diese zwei? Ja, die haben gefehlt. Die fehlen. Hast du die oder nicht? Sammel nicht, pack drauf. Nee, habe ich nicht. Ist nicht dein Ernst. Hast du nicht gerade gesagt, du hast welche? Ja, ich war aber nicht der Ansicht, dass es nur so wenige sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich schon längst welche geholt. Boah. Ist aber auch wirklich ein Nieselprim. Hier ist eine Notfallration. Am Baum. Isse. Nein, am Baum. Ja, dann machst du doch ab. Oh, ich kann schräg. Ich dachte, das ist Skorpion. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die geben keine Stöcke, ne? Die geben was Palmen-Dinger. Was geben die eigentlich noch? Geben die noch was? Ach, guck. Ein Waschbrett. Ist denn hier wirklich nirgendwo irgendwas, wo man mal einen Stock rauskriegt? Das gibt's da nicht. Was schon wieder Bienen? Du hast schon wieder irgendwas an dir, ich aber auch. Ach, da ist noch einer. Jetzt. Hab ich jetzt auf beiden Seiten schon? Willst du mir nicht wirklich sagen, dass man hier nichts fällen darf, oder? Ja, diese komischen braunen Stöcker hier, die kannst du nicht fällen hier. Was ist denn der letzte? Ach, da unten hängt er. Ist das mal ätzend. Ja, das ist ein bisschen blöd hier jetzt. 6 Zwischenstationen. Dann würde ich ja sagen, ziehen wir weiter, bis wir weiter oben sind, oder? Aber ja, hier jetzt rauslatschen extra. Nur um den Stock zu holen, um dann da das Feuer anzumachen. Halte ich für seltsam. Ist das seltsam? Seltsam. Sind aber auch alle Gänge hier, oder? Dann lass uns weitergehen. Aber nicht hier lang. Kommen Sie mal, junge Frau. Was liegt denn da oben? Jetzt. Ein Stock hätte ich schon mal. Wow. Warte mal, geht's hier noch weiter hoch? Ich glaube, weiter hoch kommt man hier nicht. Da geht's nicht weiter. Komm ja nicht mehr so hoch wie du. Ja. Ist halt kein Spezialist. Okay, ich pack den Stock jetzt noch drauf. Fürs nächste Mal. Vielleicht haben wir ja dann irgendwann mal genug Stöcke. Irgendwann stimmt. So, und jetzt gehen wir aber hier hinten rum weiter. Komm. Kommen Sie mal. Wollen noch mal gucken, was wir hier finden. Ob wir was finden. Wenn wir finden, was wir finden. Also da geht's, ist eine Sackgasse, da geht's bloß einmal rum. Okay. So. Wenn, dann kannst du nur hier lang gehen, aber pass bloß wegen Bienen auf. Die hier sind echt nervig. Ja. Ach guck. Hier hätten wir Stöcke zum Ernten. Wollen wir dann die 5 Meter zurückgehen und das Fleisch durchbraten? Dann können wir auch die 5 Meter zurückgehen und das Fleisch durchbraten. Okay. Latte jetzt mitnehmen brauche ich nicht, aber auseinandernehmen kann ich sie. Sammeln. Sammeln? Ja. Ich habe da hinten noch eine Palme umgehauen. Hau mal hiervon. Dann machen wir uns auch ein paar Palmenbetten dahin. Oder? Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Sag du mal was. Aber ich glaube, wir müssen sowieso mal ein bisschen ausruhen. Ist hier noch eins? Eins ist noch. 6 habe ich jetzt. Finden wir den Weg zurück.
muss mir die da hinten dann holen, wenn wir das Feuer aufgestellt haben. Ich muss die Taschen leeren. Ja, deswegen will ich ja, wollte ich ja hier das kleine Zwischenlager bauen. Aber es wird schon wieder hell. Das macht nichts. Schlafen kann man immer. Das weißt du doch. Kennst doch. Oh, was ist jetzt? Schon wieder so ein Ding. Ich bin schon wieder einfach umgefallen, ohne dass es einen Grund gibt. Hast du auf irgendeiner... Nein, eigentlich nicht. Es könnte höchstens sein, dass ich, weil ich gelaufen bin und gleichzeitig das Inventar geöffnet habe, dass ich dadurch mit der Maus irgendwie überschlafen gekommen bin. Das wäre vielleicht möglich. Ich glaube es zwar nicht wirklich, aber andersrum muss es ja auch einen Grund geben. Machst du mal hier den Stock da rein? Nö. Bitte? Ich wollte jetzt erstmal ein Bett bauen. Bitte? Warte doch mal, ich markiere bloß hier mal einen schnellen. Ja, es geht gar nicht in der Höhle. Ach, Menno. Musste irgendeinen Haken, hat die Sache wieder. Oh, doch hier. Hier vorne geht's hin. Ja, aber dafür müssen die Blätter weg. Unter den Blättern wäre das oder was? Da, wo du stehst, ist es. Fuck, da wäre eins. Ja, reicht auch eigentlich, ne? Wenn wir uns bloß mal kurz ausruhen wollen, ich mach schon mal. Das hätte ich jetzt auch noch machen können. Das heißt ja auch noch machen, du hast gerade mal zwei Stöckchen da reingepackt. Den ganzen Rest habe ich gemacht. So gerne in den Kopf. So gerne in den Kopf. Schießen oder was genau? So, nutzt du mal deine Feuerstelle, um dein Fleisch zu braten. Ach nein, was habe ich denn hier? Ich habe mir einen Wurm eingefangen. Habe ich eine Nadel bei? Ich glaube, ich habe mir eine mitgenommen. Na, zur Not, hier liegen ja auch noch Knochen. Ja, nee, ich habe aber eine Nadel bei, ich bin ein Guter. Da reicht ein einfacher Verband, oder? Ja. Ich runterschmeiße mich ins Kinder. So, das ist erstmal erledigt. Ja, ihr seht schon, in der Hinsicht sind wir besser geworden. Also es klappt jetzt alles ein bisschen besser. Sind da jetzt schon alle Blätter drin, die hier waren? Die du mitgenommen hattest, ja. Ach, du hast du keine mitgenommen? Weil ich zu schwer dann war. Boah, na und? Jetzt ein paar Knochen rausgeschmissen. Ich hab nichts mehr zum Rausschmeißen, außer Essen. Boah, na und? Dann hättest du Essen rausgeschmissen. Nee. Glaubst du aber, oder? Hast du ein Glück, dass hier mehr als genug davon stehen? Ja. Warte, ich muss mir erstmal waschen. Kann man sich in der Pfütze hier mal waschen? Das ist ja eklig, das Wasser. Das sieht jetzt nur so eklig aus. Das sieht immer so eklig aus. Das sah gestern schon so eklig aus. Es liegt daran, dass es eklig ist. Komme retour. Zack, zack. Und last but not least haben wir das auch. Wenn das Fleisch fertig ist, nimmst du runter. Wenn das Fleisch fertig ist, nehme ich es mir runter. Willst du erstmal schlafen eine Runde, oder was? Das ist garantiert schon wieder todmüde, wie ich dich kenne. Nee. Echt nicht? Erstaunt. Oh, bad idea. I need water. Das ist ganz gut, das war... Wir haben keine Kokosnussschalen bei, oder? Nope. Man müsste sich eigentlich alles einpacken, jedes Mal. Oh, ich hau mir mal ein Fleisch hinter. Das andere solltet ihr auch nehmen. Was, soll ich auch essen? Ja. Nein. So, ich habe das andere auch gegessen. Ist jetzt glücklich? Ja. Nee. Dann trinke ich erstmal einen Bidon leer. Wenn noch ein Nuss hinter. Sieht jetzt aus. Kohlenhydrate. Banane, die wir essen können. Ich habe keine Bananen mehr. Ich kenne hast du sowieso so gut wie nichts mehr. Ich habe Pilze, jede Art. Ich habe Seerosenblüten. Ich habe Fische. Ich habe jetzt das Kaimanfleisch gleich noch. Und ich habe noch drei Nüsse. Ich habe auch noch Fleisch, das wir braten könnten, aber es wäre zu viel. Also jetzt... Und meine Werte sehen alle gut aus. Das ist tatsächlich mal... Sehr gut sogar. Ja, also das ist vor allen Dingen mal ein Wunder. So, dann sieh mal zu, dass du fertig wirst, weil es ist ein wunderschöner Tag draußen und ich würde ganz gerne weiterkommen. Ja, die zwei Stück noch und dann ist gut, dann können wir ja weitergehen. Bevor hier wieder irgendwas um die Ecke gebogen kommt, was uns töten will. Ich weiß, wo wir jetzt mal hingehen können, wo wir noch nicht waren, in welche Richtung.
zwar direkt, wenn du aus der Höhle kommst, geradezu praktisch über den See, also Ja. hinterm See, da ist wieder so ein Gang. Da können wir mal gucken. Da hat uns ja der Kaiman dran gehindert. Ja. Dieser Lump. Aber wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Kann ja nicht mehr viel sein. 4,5 Minuten? Tja, wusste ich doch. Aber wir sind hart im Leben, wir gehen danach weiter. Gucken, wie ich das Palmblatt da hingehängt habe. Dekorativ, oder? Siehst du das da überhaupt an der Wand? Nee, im Moment War nicht. mir klar. Das hat. Boah. Was denn jetzt? Du gerade. Na Wieso? klar. War doch klar. Na klar. Weil. Also. Vater, hat was. Worüber reden wir denn? So, dann los. Nehm mal hier, ich kenne dich, ich nehme mal zur Sicherheit eine Seerosenblüte mit. Ich hab drei. 3 Stück. Betreibst. Nein. Bienenhonig. Ihn Ani, Honig. Ani. Guter Schuss. Hier, nimm dir mit. Ui. Oder ess es gleich, wenn du Kohlenhydrate brauchst. Weil du sagtest, du hast keine Bananen bei. Nee, auch nichts Brauchst. im Prinzip. Du brauchst nichts. Das ist was ganz Neues. Also von da wären wir praktisch gekommen, ne? Wenn mich alles täuscht. Also da würdest du zurück zu unserer Base gehen, oder? Wollte sagen, es regnet, aber Alter, es ist die Sonne. bist du völlig pleite in der Birne? Ein bisschen. Wie so ein Speck zu jagen. Bisschen, sagt sie. Ein bisschen. Aber Angst vor dem, was uns hier erwartet. Oha, was ist denn das hier? Begräbnisstätte? Mal das an. Okay. Okay. Das hat was. Okay. Das hat was Postmodernes irgendwie. Guck mal nach oben. Hä? Ist das so eine Klippe zum Runterfallen hier oder was? Da ist eine Brücke. Und da sitzt ein Kind drauf. Oh, wie kommt man da hin? Ich glaube nicht, dass wir den Berg hochklettern können. Ja, achso, das ist das Kind wahrscheinlich, was ich höre. Warte mal, ich muss da wieder für Ordnung schaffen. Ordnung sorgen, meine ich. Zack. So, den hau ich mir jetzt mal hinter. Stöcke sollten wir mitnehmen. Oh, Bambus. Wollen wir uns ein bisschen Bambus fällen? Dann haben wir kleine Stöcke fürs Feuer. Nee, 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 nee. Nicht? Hier oben, Schätzchen, da lang. Ja, ich laufe eigentlich so langsam wegen eventueller Katzen. Bambus. Was ist denn das da? Was Verrottendes. Falls du Mahnen brauchst, nimm sie dir mit. Nee, eher ein Knochen. Knochen? Hatten wir doch gerade ganz viele. Ja, ich kenne mein Glück. Fangen wir demnächst mit Sicherheit einen Wurm ein oder so. Da ist das Bibi. Das ranrennen und E drücken, ja? Komm her, du Bengel. Hab ihn. Jetzt quasselt der dir aufs Ohr voll. Ja. So, und jetzt? Ja, nach Hause. Meinst du? Meine, wir könnten ja noch. Ich weiß nicht, darf ich eigentlich? Ach, verflixt. Oh, Hilfe, das wollte ich nicht. Komm her. Ich hab's. Nein, das solltest du gar nicht. Ich wollte ihn wieder aufnehmen. Warte, nicht so Ja. nah. Feierliche Kindesübergabe, oder was? Aber es gibt's doch nicht. Ich muss erst aus meiner Tasche rausnehmen. Fang ihn mal. Hast du ihn? Ja. Und bist du leicht genug? Ja. Ja, dann auch du. Weil ich musste erst mal aus meiner Tasche was rausschmeißen. Ich habe nämlich eben gerade einen Stock aufgenommen und zack, war ich auch immer zu schwer. Weißt du denn, wo wir lang müssen? Ich habe mich gegen der klar, weil sie wo wir lang müssen. Wir sind gerade von da gekommen. Jetzt lass mich kurz überlegen, wenn wir jetzt da lang gehen würden und dann den Weg so hoch, müssten wir theoretisch hier lang gehen. Ich gehe mal durch die Höhle durch. Ich glaube nämlich, das ist die andere Seite von der Höhle, wo wir schon. Oh nein, was ist denn das? Okay. Sieht ja cool aus. Ja, das ist die andere Seite. Kick dir mal das hier an. Das Spinnen? Ja. Das ist aber bestimmt auch wieder giftig.
Aber da hinten sind, sind Höhlenmalereien. Ich glaube, da sollten wir mal hin. Oh. Was denn? Dem Kind. Mit dem Kind, ja. So, Goli hat Vogelspinnenkörper. Nehmen, kein Platz mehr im Rucksack. Na toll. Wo würde denn der hinkommen? Ins Essen? Tatsache, ins Essen lag. Moment. Einen habe ich noch. Das Problem ist, ich muss mich ausruhen. Ja, warte, warte. Nehmen wir den Spinnenkörper auf. Und wir müssen hier in die Höhlenmalereien schnallesen und dann. Tagebuch, neuer Legendeneintrag. So, willst du das Kind mal loslassen? Dann fange ich ihn. Hoffe ich zumindest. Wo ist er? Oh, falsche Richtung. Und der rennt in die falsche Richtung und der Lappen. Hast du? Ja, ja, ich habe ihn. Problem ist, ich bin halt zu schwer. Ja, ja, warte. Ich lege mich mal hin und damit gehen wir dann auch. Oh, ein Skorpion, Vorsicht! Ernsthaft jetzt? Ja, ja, da ist ein Skorpion. Also da hinten ist ein Skorpion. Ich glaube, wir sollten nicht hier in der Höhle verweilen, dann, wenn dann. Oder du machst den Skorpion vorher tot. So. Hör auf zu heulen, Kind. Wir bringen dich doch bis nach Hause. Mein Schrecklich, Gott. Ne? Ach. Gut, ich alles klar. Würde mich jetzt gerne wieder hinlegen. Genau, Zicklein legt sich hin und wir machen für heute, für jetzt zumindest, erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.